Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von ARK, meine lieben Freunde. Wichtigste Info des Videos erstmal zu Beginn. Heute ab 14 Uhr gibt es wieder einen wunderbaren Livestream auf www.twitch.tv/gtimetv. Ich werde je nachdem vielleicht zu Beginn erstmal ein bisschen in ARK reingehen, aber ich muss auch noch in Clash of Clans reinschauen. Und ich wollte je nachdem ein bisschen Monster Hunter World spielen und ab 18 Uhr gegen Abend gibt es dann auf jeden Fall die volle Ladung ARK mit den Jungs zusammen. Und ich möchte euch jetzt erstmal heute im Video auf den aktuellen Stand bringen. Denn wir hatten ja am Wochenende einen 48-Stunden-Livestream und ich habe keine Videos zu ARK hochgeladen, weil ich das auch safe nicht geschafft hätte durch, ja, den Livestream halt. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, heute machen wir erstmal so eine kleine Folge, wo ich euch so ein bisschen auf den Stand bringe, was ist alles genau passiert, was haben wir getan, welcher Progress wurde gemacht, damit ihr so ein bisschen jetzt wieder drinne seid und wisst, was aktuell hier so abgeht. Also, zuallererst einmal beginnen wir mit der Basis, denn die wurde jetzt so ein bisschen ausgebaut und aufgestockt von mir. Das habe ich gemacht in der Zeit, wo Umatra und Max leider 2 Tage abwesend waren. Da habe ich hier so ein bisschen auf Elektronik umgeschalten, was aber immens wichtig für uns langsam war, weil so können wir nämlich jetzt das ganze gammelige Fleisch, was wir hier so mit der Zeit reinbekommen, immer wieder in einem Kühlschrank aufheben und ihr seht, das ist schon ordentlich, was da zusammenkommt. Ja, wir haben jetzt schon wieder hier den Kühlschrank mittlerweile sehr, sehr voll. Hier im Kühlschrank haben wir dann jede Menge Honig, der jetzt aber auch kurz vor dem Ablaufen steht. Hier haben wir gekochtes Fleisch und alles drinne. Dann haben wir hier jetzt einen Industriegrill. Wir haben einen Fabricator, und wir haben hier den Grinder, was uns ermöglicht, wirklich schnell zu leveln. Also ihr seht auch schon Henki zum Beispiel, der als letztes dazugekommen ist, ist mittlerweile Level 68. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Jungs aussieht. Das werden wir ja gleich sehen. Hier haben wir unseren Generator stehen und hier hinten wird jetzt demnächst noch ein bisschen was dran gebaut. Da werde ich mich vielleicht heute dran machen. Müssen wir mal schauen, weil hier soll ein Gewächshaus und unsere Imkerei hin und dann wollte ich gerne nach hinten hin zum Wasser einen so eine Art Hafen bauen, wo wir dann unsere ganzen Wassertiere quasi abstellen können. Hier hinten haben wir auf jeden Fall einen Bienenstock. Da ist auch schon ordentlich Honig drinne. Den nehmen wir jetzt erstmal schnell raus, denn der muss jetzt wieder schön in den Kühlschrank, damit der wieder lange hält. Den Honig brauchen wir immer wieder für unsere Nanny. Und da gehe ich jetzt gleich drauf ein. Dann haben wir nämlich hier den ganzen Teil schon mal bei uns in der Basis durch. So, zack, ich packe das mal eben schnell in den Kühlschrank rein, damit der Honig so ein bisschen hält. Wir müssen auch mal gucken, wir können inzwischen eigentlich auch schon Salz produzieren. Da sollten wir vielleicht mal langsam mit anfangen. Da müssten wir aber, ich glaube, für diese Blutteile hier lernen, den Infusionstransfusator oder wie auch immer das heißt. So, zack, 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 zack. Mal eben schnell ein bisschen was gegessen. So, dann müssen wir einmal den hier machen, zack. So, und dann gehen wir mal nach hier hinten. Und zwar, ihr seht auch schon, wir haben jede Menge Wölfe und vor allen Dingen, was nicht gerade zu übersehen ist, wir haben haufenweise Argentavisse. Und das liegt daran, ich habe angefangen, die Argentavisse zu züchten. Ich habe mich jetzt gestern sehr, sehr intensiv mit dem Thema Züchten beschäftigt. Ja, ich tue mal hier Sparks, ein Wolf, eben so ein Stück auf Seite. Ich habe mich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Züchten beschäftigt. Ich wollte mal ganz kurz was gucken hier bei Spark. Okay, der hat eine Mutation und wie viel hat der hier? Okay, die hat noch gar keine, so wie es aussieht. Weil man kann nämlich auch, ja, gucken, dass man so Mutationen rausbekommt. Das seht ihr dann hier oben rechts in der Ecke zum Beispiel. Das Männchen hier hat jetzt eine Mutation und eine Mutation in der Vaterlinie und 3 in der Mutterlinie. Und das ist das kann schon ein sehr komplexes Thema werden, wenn man wirklich vernünftig mutieren will. Und da habe ich mich jetzt gestern sehr mit beschäftigt. Da hat mir auch jemand aus meiner Community gestern sehr, sehr viel Input abends gegeben und erklärt, wie man das hinbekommt, dass man teilweise Tiere auf Level 300 mutieren kann. Und das ist auf jeden Fall mit jeder Menge Aufwand verbunden. Das wird auch sehr, sehr lange dauern. Und deswegen, ja, weiß ich noch nicht, wie schnell wir da vorankommen werden, aber ich kann euch mal demonstrieren, wie stark mittlerweile ein so ein Argentavis hier ist. Das hier ist mein Hauptargentavis, den ich zurzeit nutze. Der ist jetzt bei 966% Nahkampfschaden, also der haut schon wirklich ordentlich Damage raus. Mit dem Vieh machen wir schon richtig, richtig guten Schaden. Und das müssen wir auch machen, denn wir möchten ja in Kürze auch irgendwann mal anfangen, die Bosse zu machen hier auf The Island. Und für die Bosse brauchen wir auf jeden Fall mutierte Tiere. Oh, wir haben hier ein paar von diesen Biberdämmen. Da kann ich mal eben ganz kurz durchgehen und die plündern, weil wir brauchen eh diese Cementing Paste, die da drin ist, immer mal wieder. Weiß jetzt nicht, ob hier irgendwo ein Biber angelaufen kommt, im Moment nicht. Heißt, wir können weiter plündern. Diese Biberdämme, die sind nämlich immer ganz gut. Das Holz schmeißen wir weg, das müssen wir jetzt nicht unbedingt mit uns schleppen. Das nimmt einfach
zu viel Gewicht ein. Ich wollte euch aber gleich einmal ganz kurz demonstrieren, wie viel Schaden diese Agentavis macht. Aber wenn die schon hier sind, dann nehmen wir die mit, weil dann spawnen nämlich bald neue und dann kriegen wir wieder mehr Stuff. So, dann fliegen wir einfach mal hin, greifen mal das Vieh an und dann seht ihr auch schon, der macht 314 Schaden und das ist schon ordentlich. Der haut die Viecher richtig schnell um. Da geht aber auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr noch, wenn wir weiter nach oben züchten würden. Da werde ich mich auch mit jetzt ausführlich befassen. Und wie stark so Agentavis sein können, das kann ich euch auch mal eben ganz kurz mit einem kleinen Clip zeigen. Denn im Livestream sind wir hingegangen. Es sind ja viel, viel mehr Agentavis eigentlich noch da gewesen, als jetzt da sind aktuell. Denn ich musste sehr, sehr viel züchten, um an diesen Stand zu kommen, den ich jetzt habe. Und habe mir gedacht, okay, wir brauchen diese ganzen Agentavis nicht. Und habe dann einfach aus Spaß mal alle Agentavis genommen und auf einen Titano gehetzt. Und ob die Agentavis eine Chance hatten, das könnt ihr euch jetzt ansehen. Jetzt geht's los. Die Adlerarmee versus Titano. Die Wetten werden ab jetzt angenommen, Leute. Gleich gibt's kein Zurück mehr. 230.000 Leben. Auf geht's. Let's go, der Hase. Das schaffen die nicht. Never. Never. Da einfach wegfliegen, Junge. Und da gehen die letzten zugrunde. Bam. Da ist der letzte tot. Ja, und wie ihr sehen konntet, die Agentavisse hatten natürlich keinerlei Chance. Aber wir haben hier schon die nächsten in Arbeit. Ja, hier sind schon wieder ganz viele Eier von Agentavissen, die wir ausbrüten können. Und da werden wir uns jetzt mal, würde ich sagen, ja, so ein bisschen mit befassen. Das Problem ist nur, ich habe jetzt ein bisschen zu viele Eier mitgenommen. Das war jetzt vielleicht nicht ganz so schlau. Da müssen wir mal gucken, ob wir jetzt irgendwie so ein bisschen Platz im Inventar bekommen, sodass ich die Eier vielleicht dann noch irgendwie zu einem Dino gebracht kriege und dann erstmal vorübergehend da einlagern kann. Ah, okay, das ist alles noch ein bisschen zu schwer. Schmeißen wir nochmal die Pike weg. Ja, ich sammle gleich den ganzen Stuff, den ich hier gerade wegschmeiße, wieder ein. Ich tue mal meine Rüstung wegschmeißen. Ah, das reicht aber alles nicht. Ah, dann müssen wir mal gucken, was können wir noch wegschmeißen. Das hat noch ein bisschen Gewicht, das hat alles hier Gewicht. Ich muss gerade mein Gewicht stark reduzieren, damit ich mich überhaupt bewegen kann. Sehr gut. Dann packen wir die nämlich hier rein. Ja, hier haben wir noch ein paar andere Eier. Die könnte ich auch noch ausbrüten. Aber ich tue jetzt erstmal hier die ganzen Eier bei ihm rein. So, dann nehmen wir den ganzen Stuff wieder auf. Und wir können, wenn ihr möchtet, jetzt gleich auch mal ganz kurz in der Folge so ein paar Agentavisse ausbrüten. Dann kann ich euch nur zumindest mal zeigen und erklären, worauf es mir gerade ankommt beim Agentavis. So, aber die sind eigentlich alle nicht zu gebrauchen, die Eier, die ich jetzt gerade habe, weil das Problem ist einfach wie folgt. Normalerweise sollte ich gucken, dass ich jetzt eine reine Vaterlinie suche, denn die Mutterlinie ist momentan aktuell komplett rein, aber die Vaterlinie nicht. Und dadurch tue ich ein paar Mutationen quasi gerade verschenken. Ich könnte theoretisch damit weiterzüchten, das würde gehen, aber es würde halt jetzt schon, ja, mich ein bisschen Progress kosten beim Züchten.
So, wir müssen ganz kurz nur die Cementing Paste hier noch schnell reinpacken. Zack, 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 zack. Oh, und ich habe hier auch noch so normale Eier im Inventar. Ja, die sollten wir jetzt auch mal eben ganz schnell dann in den Kühlschrank packen, weil die nehmen haufenweise Gewicht ein. Ich kann euch zumindest nur mal zeigen, wie das mit dem Züchten läuft, weil das ist bestimmt für den einen oder anderen von euch ein sehr interessantes Thema. Viele Leute haben mich auch gefragt, ob ich mal Tutorials machen kann und so ein Kram. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr Interesse hättet an Ark-Tutorials. Würde mich mal interessieren. So, und das sind alles die Eier, die jetzt aus dem Dings entstanden sind. Davon habe ich jetzt mal ein paar mitgenommen. Dann gehen wir hier in unsere Brutkammer. Das ist nämlich die hier. Und hier können wir quasi die Eier zu Ende ausbrüten. Das heißt, wir schmeißen die einfach hier immer so hin. Zack. Dann warten wir ganz kurz und dann müssen wir gucken, was für ein Baby rauskommt. Okay, der hat 33 Angriff, das heißt, das ist ein Mutierter, so wie es aussieht. Warte, wir gucken mal eben ganz kurz. 31, nein, ist kein Mutierter. Das heißt, wir können den wieder freilassen. Das ist nämlich das Ding, wenn wir die Tiere nämlich nicht brauchen, dann töten wir sie einfach. Ja, klingt jetzt erstmal ein bisschen brutal. Ist es vielleicht auch, aber... Wir müssen halt warten, bis wir wirklich einen vernünftig mutierten Argentavis kriegen. Also Level 179, das ist das, was wir brauchen. Und der muss dann auch in die richtigen Werte mutieren. Und das kann schon ein bisschen Zeit kosten, ja? Okay, wir haben jetzt gerade 175er. Okay, dann war der 177er ein Mutierter. Aber egal, die ganzen Argentavisse, die wir haben, warum claim ich die eigentlich? Die brauchen wir alle eigentlich nicht. Weil das Problem ist, wie gesagt, wir müssen gucken, dass wir möglichst eine reine Linie haben. Das ist aber auch ein wirklich sehr ausführliches Thema. Also wenn ich das euch erklären soll, dann müsste ich wirklich ein extra Video machen, weil das mit den Mutationen ist wirklich... Also ich habe gestern sehr, sehr lange gebraucht, bis ich auch dort ordentlich durchgeblickt habe. Also mittlerweile habe ich sehr, sehr viel Wissen, was das angeht und verstehe sehr viele Dinge, auch wie man das hinbekommt, dass man die Dinos so enorm hochzüchten kann. Es gab ja ein paar Leute, die meinten, nein, du kannst nur maximal bis 40 Mutationen hochzüchten, also 20 in der Mutterlinie, 20 in der Vaterlinie und dann ist Schluss. Aber es gibt einen Trick, wie man da weitermachen kann. Man kann nämlich die Mutationen in eine Linie danach zusammenstacken lassen und dann geht das weiter. Dann kann man nämlich höher züchten. Dann ist das nur mit super viel Aufwand verbunden und sehr, sehr viel Glück, weil einfach die Chance auf Mutationen immer geringer wird. Mit S Plus sieht die ganze Kiste wieder ein bisschen anders aus. Da haben wir eine Maschine, die könnten wir nutzen. Die würde quasi die Chance auf Mutation auf 100% erhöhen. In welche Bereiche die Mutationen gehen, ist dann immer so eine Sache. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Ja, der hat jetzt keine Mutation in Damage bekommen. Das ist natürlich dumm. So, dann töten wir die wieder. Die brauchen wir nicht. Wir müssen halt immer auf Mutationen in Damage hoffen. Das hatte ich jetzt gerade eigentlich. Aber wie gesagt, eigentlich kann ich die alle wegmachen, weil ich muss nochmal einen neuen Argentavis holen. Da werde ich jetzt je nachdem mal heute schauen, ob wir das machen. Hier haben wir jetzt wieder ein paar Mutationen bei. Er hat in Damage reinbekommen, ist ein Männchen. Können wir mal eben kurz claimen, dann können wir uns das mal angucken. Der müsste jetzt eigentlich 5-0 in der Vater- oder Mutterlinie haben. Wir schauen jetzt mal eben. Nee, wir haben 4-20 in der... Vaterlinie, das ist sogar relativ gut. Das ist richtig, richtig gut. Das könnte das Männchen sein, mit dem ich dann wieder, ja, mit der Mutter jetzt paare. Das heißt, die beiden hier, die brauchen wir eigentlich nicht. Die können wir jetzt direkt wegklatschen hier. Zack. So. Dann tun wir den erstmal auf Wandern deaktivieren. Ja, moin, alles klar. Das ist das Problem bei den Jungs. Sie stellen immer wieder die Tiere, wenn wir hier drinnen alle Tiere haben, auf aggressiv, was nicht so gut ist. Da muss ich den Jungs jetzt nochmal erklären, warum sie das nicht machen sollen, aber das machen wir gleich. Da müssen wir jetzt erstmal ganz kurz hier gucken, dass wir den Folgeabstand ändern. So, jetzt muss ich nämlich alles wieder hier sortieren. Jetzt haben sich hier die Hälfte der Tiere wieder verschoben. Ich hätte erstmal auf passiv pfeifen müssen. So. Zack. Oh, hier haben wir die Mutter, glaube ich, ne? Ist das... Ne, das ist nicht die reine Mutter, ne? Das hier war die reine Mutter, ja. Genau. Das hier ist eine andere. Den stellen wir mal hier hinten hin. So, zack. Dann holen wir nämlich jetzt das reine Vieh raus, den 4-0er raus. So, den Wolf stellen wir auch mal eben um. Der kommt hier hin. So. Und dann haben wir hier, das ist die Mutter, die noch keinerlei Mutation hat. Also ihr seht, ne, die hat keine Vorfahren, weil die ist wild gezähmt halt, ne. So, und das ist jetzt hier quasi der Sohn, ja. Der hat jetzt 4-0 in der Vaterlinie. Das heißt, jetzt gehen wir hin und, ja, tun den quasi, wenn der aufgezogen ist, so lange mit der Mutter paaren, bis wir wieder einen stärkeren Argentavis rausbekommen,
der entweder 5-0 in der Mutterlinie oder 5-0 in der Vaterlinie hat. Müssen wir mal schauen. Natürlich 5-0 in der Mutterlinie wäre am besten. Also es wäre am geilsten, wenn wir auch ein Weibchen rauskriegen, weil das können wir schneller paaren, als wenn wir Männchen haben, weil wir müssen dann halt... Ach nee, wir haben ja jetzt ein Männchen. Das könnten wir eigentlich ganz viel auf Weibchen paaren. Das heißt, ich könnte jetzt mehrere weibliche Agentavisse zähmen und könnte dann das Männchen auf die quasi paaren. Das wäre natürlich der Optimalfall. Ihr merkt schon, ne, das ist halt alles ein bisschen wirr. Es wird jetzt den einen oder anderen geben, der sagt so, hä, was labert der Kevin da die ganze Zeit? Ich verstehe da eigentlich null von. Deswegen, ich sag ja, wenn ihr wirklich großes Interesse dran habt, dass ich euch mal dieses Züchtenthema sehr ausführlich erklären soll, mit den Worten, wie ich es verstanden habe, dann kann ich da gerne mal ein Video zu machen. Aber es gibt auch sehr, sehr viele andere gute Videos auf YouTube bestimmt dazu. Aber ich muss sagen, mir haben die Videos nicht gereicht. Ich habe anhand der Videos nicht so ganz verstanden, wie es funktioniert. Und musste mir das dann, wie gesagt, nochmal von jemandem erklären lassen. So, den ziehen wir jetzt mal hier hinten hin. Dann kann der sich da wieder hinstellen. Und dann pfeife ich die jetzt gleich mal alle hier wieder passiv, dass hier dann nichts mehr rumläuft, wenn irgendwas ist. Ja, schreibt mir das einfach mal in die Kommentare. Dann würde ich sagen, ihr seid jetzt eigentlich mittlerweile, was unsere Basis angeht, hier auf einem aktuellen Stand. Ich kann jetzt gleich nochmal ganz kurz rübergehen zu Max und euch die Basis von Max zeigen. Dort haben wir komplett alles, was die Felder betrifft, voll automatisiert. Also seine ganze Kotproduktion, Düngerproduktion und so weiter läuft jetzt nun vollkommen automatisiert. Max muss sich da quasi um nichts mehr kümmern, was auch sehr, sehr gut für uns ist, weil so haben wir quasi unendlich Dünger und müssen uns keinerlei Sorgen mehr machen, dass wir da nicht vorankommen. So, den stellen wir jetzt mal eben kurz hier ab. Zack. Bei Revi kommen natürlich diese Woche auch gute Videos. Revi ist ja eine Woche jetzt im Urlaub. Da haben wir richtig, richtig krassen Stuff vorproduziert, also sehr, sehr heftige Dinos gezähmt, die ihr hier schon teilweise rumstehen seht, wie den T-Rex und so. Also wenn ihr euch das genauer anschauen wollt, dann müsst ihr die Videos von Revi jetzt diese Woche schauen. Da wurde halt der überkranke Progress nochmal gemacht. Aber wir werden natürlich jetzt diese Woche im Livestream dafür auch richtig reinhauen dürfen, ne? Also Max kam ja gestern und meinte schon so, uiuiui, ihr habt aber übelsten, übertriebenen Progress gemacht hier. War aber abgesprochen in der Hinsicht. Und jetzt werden wir diese Woche mit Max auch sehr, sehr viel machen können, ne? Also wenn die Jungs heute um 18 Uhr da sind, war der Plan dann schon mal anzufangen, dass wir heute Abend schon mal wieder einen neuen T-Rex zähmen, damit ich dann auch die T-Rexe anfangen kann zu züchten für die Bossfights. Wir brauchen nämlich für die Bosse auf jeden Fall gute Spinos oder T-Rexe und andere Kreaturen. So, die Wölfe sind jetzt auch gut positioniert. Jetzt pfeifen wir alles mal eben schnell passiv. Den Biber, den stellen wir auch mal eben schnell um. Das ist immer hier eine Sortiererei, das kann ich euch sagen, Leute. So, dann gehen wir jetzt mal eben rüber zu Max. Dann seht ihr das auch, hier sind schon die Viecher. Na, da seht ihr, da ist auch auf jeden Fall einiges Gutes gezähmt. Dann gucken wir uns jetzt mal bei Max an, wie es da aussieht. So. Ja, hier seht ihr das auch schon, ne? Die Felder, die sind auf jeden Fall ziemlich gut bestückt. Hier ist auf jeden Fall auch ordentlich Dünger drinne. Also seine Produktion, die scheint auf jeden Fall bestens zu funktionieren. Hier wird die ganze Zeit durchgehend Dünger hergestellt und produziert. Davon müssten wir uns theoretisch auch mal in Kürze was abzwacken. Hier seht ihr auch, hier ist ganz, ganz viel Kot drinne, ne? Und der Kot wird dann quasi hier automatisch in den gegeben, aber der ist schon wieder ohne Energie. Der hat wieder keine Energie, der braucht quasi diese Suppen für die Energie. Also um den Dünger nachher zu verteilen. Und der Kot wird quasi hier in die Käfer gegeben und die produzieren daraus dann quasi den Dünger. Also hier in den Käfer passt auf jeden Fall noch ordentlich was rein. Da können wir mal gucken, dass wir das mal eben schnell machen für Max, dass hier das alles schön verteilt ist. Eigentlich hat das Ding hier ohne Ende Energie. Ich weiß nicht, warum der das nicht so richtig aufteilt. Vielleicht müssen wir da noch irgendwas einstellen, müssen wir mal schauen. Aber es scheint auf jeden Fall eigentlich zu funktionieren. Ja, hier passt noch ordentlich was rein. Wir nehmen mal hier jetzt den Dünger raus. So, und dann gucken wir uns mal die Käfer an, weil da ist bestimmt in dem einen oder anderen noch sehr, sehr viel Platz. Ich mache das jetzt einfach mal manuell, damit die mal ordentlich produzieren und nicht die ganze Zeit hier komplett leer stehen. Wenn dann nämlich so viel Platz noch bei den Käfern ist, dann wäre das eine Verschwendung, die nicht zu nutzen. So. Ich glaube, wir müssen da noch irgendwas einstellen. Ich glaube, das ist noch nicht eingestellt, dass der das in die Käfer packt. Ich bin mir da aber auch nicht zu 100% sicher. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie voll automatisiert hier, so eine Düngerproduktion. So. Zack. Dann packen wir die erstmal alle hier rein. So. Dem können wir auch noch Gewicht reinskillen. Dann kann er nämlich noch mehr tragen. Ah, okay, er hat keinen Platz mehr. Wie sieht es bei dem hier aus? Okay, hier haben wir auf jeden Fall auch noch ordentlich Platz.
Da packen wir dann auch nochmal so viel rein, wie es geht. Boah, der kann aber auch viel tragen, ey. Also da wird auf jeden Fall jede Menge Dünger jetzt bei rumkommen, das kann ich euch sagen. Weil die haben teilweise echt sehr, sehr viel Platz, dem Max, seine Käfer. Das ist schon echt heftig, was da teilweise reinpasst an Dünger bei denen. Den können wir auch noch aufheben. Dann packen wir den auch noch rein. So. Dann holen wir nochmal ein bisschen was. Ich denke mal, zwei Stück können da noch rein. Und dann haben wir die fertig bestückt. So. Ja, zack. Die sind jetzt auch drin. Sehr gut. Dann wird jetzt auf jeden Fall heute ordentlich Dünger produziert. Der hier ist auch schon voll. Wie sieht es bei dem aus? Der hier hat Leder drin. Was zur Hölle? Okay. Die sind alle gut bestückt, die Käfer. Die produzieren jetzt ihren Dünger. Max, seine Felder sind auf jeden Fall ordentlich am Laufen. Da müssen wir uns auch keinerlei Sorgen machen. Ja, wir haben jetzt hier noch gestern Sachen angepflanzt, damit wir dann Gemüse und sowas haben für Gemüsekuchen und alles drum und dran. Aber so wie ich das mitbekommen habe, möchte Max gerne seine Felder hier auch vergrößern. Hat er auch schon so ein bisschen angefangen. Also da denke ich mal, wird er heute weitermachen und ja, wir werden ein bisschen die Basis ausbauen, heute ein bisschen unsere Vorräte aufstocken und vor allen Dingen einen guten T-Rex versuchen zu finden und zu zähmen. Ich werde jetzt den Agitavis, den männlichen, einstellen, dass wenn der groß ist, dass der sich direkt hier anfängt mit unserem Weibchen zu paaren. Dann, wenn ich nämlich nachher online komme, haben wir direkt neue Agentavisse hier. Und die ganzen Eier, die wir jetzt hier haben, die können wir eigentlich alle entsorgen. Also das heißt, die können wir einfach naschen. Die essen wir jetzt einfach mal eben schnell alle auf, die Eier. So. Und die hier brauchen wir auch im Moment nicht, weil das sind alles dann Eier, die jetzt nicht mehr nötig sind, weil wir züchten jetzt erstmal in Ruhe weiter und machen dann später quasi mit den nächsten Eiern, die jetzt rauskommen, weiter und gucken, dass wir wieder dann eine Stufe höher kommen. So, jetzt packen wir noch ganz kurz, genau, das Gammelfleisch hier rein. Dann hatte ich hier noch ein Agentavis-Ei. Das können wir auch noch vernichten. So, und dann werde ich aus dem Dünger, den wir hier haben, werde ich jetzt noch neuen Treibstoff für unsere Hatchery herstellen. Das muss ich auch noch schnell machen, auf jeden Fall. Da müssen wir mal ganz kurz gucken, war jetzt hier auch noch Dünger drin? Ja, hier ist auch noch ein Dünger drin. Denn dafür müssen wir hier diesen, wie heißt der? Genau, den müssen wir herstellen quasi. Das heißt, wir geben hier oben einen neuen ein, drücken einmal hier drauf. Zack. Uns fehlt Zündpulver. Wir müssen Zündpulver herstellen. Dafür brauchen wir dann halt ordentlich Stuff. Das heißt, wir geben hier auch nochmal eine 100 ein. Wir haben keinen Flint mehr. Okay, das mache ich dann alles außerhalb der Folge. Also, 14 Uhr sehen wir uns im Livestream. www.twitch.tv/gtimetv. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne positive Bewertungen, genauso auch Feedback in den Kommentaren da. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann mit am Start seid wieder in Zukunft. Und jetzt geht's regelmäßig weiter hier mit ARK-Videos. Ich hoffe, dass ihr jetzt ein bisschen reingefunden habt, auf dem aktuellen Stand seid, was hier alles so bei uns abgeht. Also ihr seht, eigentlich ist gar nicht so viel Progress passiert. Wir haben unsere Basis etwas ausgebaut und der größte Progress ging jetzt ins Züchten. Und das ist halt ein sehr eintöniger Prozess, den ich dann wirklich außerhalb mache von 18 Uhr, also außerhalb der Primetime, wo die Jungs da sind, da züchte ich dann. Weil, was soll ich halt machen? Ich kann jetzt nicht in der Zeit, wo um 18 Uhr die Jungs da sind, dann anfangen zu züchten. Das stehe ich größtenteils nur drum rum und mache in der Zeit irgendwie so Sachen wie Eisenfarmen oder so und das kann ich dann halt auch außerhalb machen. Und um 18 Uhr, wenn die Jungs da sind, machen wir Full Action, ne? Alles klar, Leute. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche und ja, wir hören und sehen uns im Livestream oder im nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Tschüss zusammen.